Hallo Menschen, ich möchte heute über die Bücher sprechen, die mir im Jahr 2019 am besten gefallen haben. Das heißt, es sind natürlich nicht alles Neuerscheinungen, sondern auch schon ältere Werke. Und tatsächlich stellte ich so zur Jahreshälfte irgendwann durch einen Tag mal fest, dass dieses Jahr die Lieblinge irgendwie nicht ganz so herausragend waren wie in den Jahren zuvor. Oder dass ich mir zumindest relativ unsicher bin, ob das so Lieblinge für immer werden. Also ich erinnere mich irgendwie noch an 2018, da wusste ich sofort, Cassandra zum Beispiel wird ein neues Lieblingsbuch oder auch Im Westen nichts Neues las ich in diesem Jahr. Und als ich mich für diesen Tag damals dann hingesetzt habe und überlegt habe, was ist denn bis jetzt eigentlich mein Lieblingsbuch? Ich meine, dann ist mir schon eins eingefallen und ich habe darüber nachgedacht und dachte mir auch, ja, das ist gut. Und auch jetzt, wenn ich diese Liste mir hier so anschaue, dann die habe ich wirklich alle sehr, sehr, sehr gemocht. Aber so richtig, also oder ich weiß nicht, ob ich dieses Jahr irgendwie mäkeliger bin, also ob es eher an mir anstatt an den Büchern liegt, aber ich hatte das Gefühl, 2018 war ich irgendwie sprudelnder oder dass ich sagte, das sind so unglaublich gute Bücher und jetzt sage ich, oh, das sind echt gute Bücher. Also es ist ein bisschen ein blöder Start für so ein Video, ich finde sie alle ganz großartig, ich möchte sie euch empfehlen, aber so ein klitzekleiner Funken fehlt vielleicht manchmal. Aber fangen wir einfach mal an, vielleicht kommt dann die Begeisterung noch. Das erste, das war auch das, was ich in dem Halbjahrestag eben erwähnt hatte, ist Don't Call Us Dead von Danny Smith. Jemand, bei dem ich nicht so richtig weiß, wie ich auf Deutsch von ihm rede, von ihm her, denn er bezeichnet sich als non-binary und ich habe das Gefühl, Xia ist irgendwie nur so eine inadäquate Übersetzung von den Pronomen they, them. Auf jeden Fall ist das eine ganz wunderbare Gedichtsammlung, in der es viel um Rasse, Sexualität, die Auseinandersetzung mit der eigenen Krankheit, aber auch erstmal mit dem eigenen Körper geht. Und es gab wirklich ein paar ganz eindrückliche Beschreibungen. Ich glaube, Ellen hat ein Einzelvideo dazu gemacht, was ich euch nochmal verlinke. Ich habe es nur innerhalb eines Lesemonats besprochen, aber ich war auch ziemlich begeistert von der Art und Weise, wie er mit Worten spielt und Emotionen rüberbringt. Dann, wir machen gleich mal weiter mit Empfehlungen von Ellen, nämlich A Raisin in the Sun von Lorraine Hansberry. Ein Drama, ein Theaterstück, was mich nochmal daran erinnerte, dass man ruhig mehr moderne Theaterstücke lesen könnte. Also es ist jetzt nicht so modern im Sinne von 2000 noch was, aber sonst las ich, glaube ich, immer nur so ein bisschen Ibsen oder halt Brecht. Kommt dann zum Beispiel auch gleich noch in diesem Video und das ist aber halt ein bisschen moderner. Ich muss nochmal nachschauen, von wann. Und es hat einen total guten Humor, ohne dass es deswegen oberflächlich wird, sondern es werden auch hier noch ein paar ernste Themen angesprochen. Aber ich war ein ganz großer Fan davon, wie sie in Dialogen halt gleich auch viele dahinterstehende Dinge rüberbringen kann und dass man mit den Personen in der Situation mitfiebert, aber irgendwie auch versteht, wo sie herkommen. Hat mir sehr gut gefallen. Und dann haben wir noch eine Essay-Sammlung, was in meinen Lieblingen, glaube ich, auch immer relativ selten ist, was sich mit einer ähnlichen Thematik auseinandersetzt. Anscheinend war mein Jahresbeginn so ein bisschen von dieser Richtung geprägt, nämlich Sister Outsider von Audre Lorde. Auch hier geht es um Rassismus und Sexualität. Sie ist selber eben eine lesbische, schwarze Mutter und ist bereit, verschiedene Gruppen, zu denen sie gehört, auch zu kritisieren. Also einiges an der schwarzen Community, aber vor allem auch an der feministischen Bewegung. Und ich fand es ganz toll, welche klaren Worte sie findet. Ich mochte nicht jedes Essay, habe auch was kritisiert in dem Lesemonat damals, oder vielleicht habe ich sogar ein Einzelvideo gedreht, glaube ich. Aber insgesamt ist das, finde ich, eine sehr kraftvolle Sammlung. Ich glaube, ich hätte sie sehr gern kennengelernt. Sie wirkt wie eine richtig coole, taffe Frau, die wirklich als Vorbild dienen kann. Das nächste Buch ist das einzige, was ich nicht in physischer Form habe, nämlich Monster von Yishai Sarit. Ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen. Von einem israelischen Autor. Und es geht auch um einen jüdischen Fremdenführer, nennt man das so, der halt vor allem jugendliche Gruppen, aber auch andere durch Konzentrationslager führt und ihnen was erklärt. Und das ist in Form eines Berichtes geschrieben, weil wir schon wissen, er haut jemandem eine rein. Und das Buch tut quasi so, als wäre es so ein bisschen die Rechtfertigung dafür. Und er erzählt aber dann, also er holt sehr, sehr weit aus, wie er dazu kam und was sich da alles so in ihm aufgebaut staut hat, wie sich das alles so zusammenbaut. Geht beides. Und es ist kein sehr nettes Buch. Es teilt in verschiedene Richtungen aus und ich glaube, es geht im Endeffekt viel darum, ja, wer sich als Opfer bezeichnen kann, wie dann schon wieder neue Kreise aus Hass geschürt werden, wie das irgendwie von Generation zu Generation weitergeht, dass dann manchmal vergangene Grausamkeiten als Legitimation für neue Grausamkeiten genommen werden und so weiter und so fort. War auf jeden Fall eine eindrückliche, kurze Lektüre, bei der halt so die Emotionen dieses Protagonisten auch ganz gut mit wirklich Fakten über die Lager verbunden werden und insofern eine Empfehlung wie natürlich alle anderen Bücher aus diesem Video auch.
Dann haben wir eines der Dinge hier, die so ein bisschen mein Interesse überhaupt erst an Brecht geweckt haben. Das waren nämlich nicht die Stücke von Brecht, sondern tatsächlich eher Dinge über ihn. Zum Beispiel dieses hier von Heinrich Prielor. Dazu gibt es auch einen Film. Ich finde aber, dass das Buch besser ist. Und es ist eine ganz tolle Mischung aus einerseits dokumentarischen Dingen. Wir haben Briefe und Tagebuchaufzeichnungen und ein paar Fakten. Und dann spinnt er das aber weiter. Also es ist so ein bisschen, als würde er eben Spielfilmszenen dazwischen einfügen. Sachen, von denen er von Anfang an auch sagt: Natürlich wissen wir nicht, was die Leute da geredet haben. Die Dialoge sind teilweise ausgedacht, aber ich finde, das kommt ganz toll zusammen und bringt uns ein Bild Brechts, was halt sehr vielseitig ist. Und prinzipiell passt es ja auch zu Brecht, dass man sich jetzt nicht nur irgendwie an eine Quelle hält, sondern dass man da so ein bisschen ein paar Sachen zusammenspinnt. Und das war halt der Auslöser dafür, dass ich mich überhaupt näher mit seinem Werk beschäftigt habe. Und zum Beispiel ist dann nämlich auch aus den gesammelten Werken, von denen ich übrigens nicht so viel gelesen habe wie erwartet. Ich weiß auch gar nicht, was da los war. Habe ich es, glaube ich, jetzt in einem anderen Video schon mal erwähnt. Aber zumindest den ersten Band las ich komplett und speziell erwähnen möchte ich Furcht und Elend des Dritten Reiches. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das war eine richtig eindrückliche Szenensammlung, finde ich, könnte man sagen. Denn es ist jetzt nicht ein Theaterstück, was jetzt irgendwie drei Akten immer denselben Leuten folgt, sondern so episodenhaft ganz kurz bei verschiedenen Menschen reinschaut und es ja, ergibt halt so ein tolles Ganzes. Man hat ganz viele verschiedene Eindrücke, wie es zuging im Dritten Reich, also sowohl von ärmeren Leuten, von jüdischen Leuten, von jemandem, wo halt dann so ein SS-Mann oder ein Soldat, ich glaube aber ein SS-Mann, zu Besuch kommt. Und ja, insofern sehr vielseitig und es hat mir gut gefallen in der Intensität und auch der verschiedenen Leute, die gezeigt werden. So, dann muss ich zugeben, dass ich bei den nächsten beiden eine Weile überlegt habe, sind es so richtige Lieblinge geblieben, aber sie waren auch definitiv zu gut, als dass ich sie jetzt wieder aufsortiert hätte. Und zwar einmal Menschenwerk von Han Kang. Es geht schon damit los, dass ich von diesem Massaker, was da behandelt wird, nichts wusste. Ist wieder so ein blinder Fleck in der Weltgeschichte, ja, der sich mir halt vorher noch nicht erschlossen hatte. Und ich mochte es, dass sie das halt nicht irgendwie ganz klassisch chronologisch oder auch autorial erzählt, sondern wir haben verschiedene Perspektiven. Manches kommt auch erst raus. Wir wissen anfangs auch gar nicht so richtig, wer diese eine Stimme ist. Das ist wie so ein Geisterwesen. Wir wissen, okay, anscheinend ist jemand gestorben, aber es wird alles so ein bisschen hintenrum aufgedröselt. Und das war insofern halt mal ein bisschen, also vielleicht nicht das Besonderste, als hätte das noch nie jemand so gemacht. Hat für mich aber für diese Sache extrem gut funktioniert und war insofern auch sehr eindrücklich. Und das nächste wäre eine Gedichtsammlung, nämlich Sagt die Dame von Daniela Schaner. Und es ist insofern für mich ein bisschen ungewöhnlich, denn hier sind einige Liebesgedichte drin. Und wenn es nicht unbedingt Liebesgedichte sind, dann doch viele, die sich irgendwie um Zwischenmenschlichkeiten kümmern. Das muss ja nicht immer romantischer Natur sein, aber irgendwie so Verhältnisse zwischen Menschen. Und das kann schon gut sein, aber ich glaube, das ist nicht das, was ich jetzt sofort immer unbedingt lesen möchte. Und hier hat es aber, ich glaube, einfach zeitlich auch total gut gepasst, weil ich mich ja, eher so Anfang des Jahres halt auch in eine neue Beziehung begeben habe. Und das war halt aber gerade noch so die Anfangszeit. Im Juni habe ich das gelesen hier. Und da gab es halt einfach ein paar Beschreibungen, die extrem passend waren. Ich denke, dass es nicht nur daran lag, dass ich das auch in ein, zwei Jahren noch mögen werde, denn sie vermag es natürlich trotzdem einfach total schön mit Worten zu spielen. Hat auch zum Beispiel ein paar Gedichte übers Schreiben. Und auch wenn ich habe jetzt schon ewig nichts mehr geschrieben, also Fiktionales meine ich, oder Gedichte oder sowas. Und trotzdem assoziiere ich mich irgendwie immer noch damit und da gab es halt ein paar ganz tolle Sachen, wo sie auch davon schreibt, wie es ist zu schreiben und so weiter und so fort. Und das hat sie auf jeden Fall immer ganz, ganz toll ausgedrückt. Das heißt, ich bin noch ein bisschen verhalten, ob es wirklich so ein Liebling für die kommenden 10 Jahre wird, aber dieses Jahr war es auf jeden Fall perfekt. Und jetzt werdet ihr gleich einen totalen Wechsel in meinen Lieblingen merken, denn ich war zu der Zeit auch im Urlaub und zwar seit vielen, vielen Jahren mal wieder zum Wandern in den Bergen. Und daraufhin veränderte sich tatsächlich, also jetzt nicht ein Großteil meiner Lektüre, aber es kamen unglaublich viele Wander-, Reise- und Naturbeschreibungen mit rein. Das erste ist noch, ich würde sagen, das ist jetzt nicht direkt ungewöhnlich für mich, nämlich ein Manga, Der spazierende Mann von Jiro Taniguchi. Und das ist insofern ein bisschen schwer zu empfehlen, weil es ist wirklich ganz, 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 ganz ruhig. Aber es ist perfekt für mich. Das hat jetzt natürlich nicht unbedingt was mit Wandern zu tun, sondern eher so Flanieren in der Stadt. Also es ist eher so ein ganz gemütlicher, ruhiger Mann. Und ich glaube, bei dem Buch muss man wirklich, man muss eine gewisse Faszination dafür haben, wie es so ist, halt so durch Straßen zu streifen und so ein bisschen rumzugucken. Wenn einem das schon in der Realität langweilig vorkommt, dann kann man damit, glaube ich, nichts anfangen. Aber für mich waren das ganz viele kleine Momente dabei, wo ich mir dachte, oh, das habe ich auch schon so erlebt. Oder wenn man halt stehen bleibt und rumguckt, passt sicherlich nicht für jeden, aber also war eine Mischung aus, ich habe mich darin wiedergefunden, aber halt auch nicht nur, er macht auch ein paar Sachen anders als ich. Das heißt,
für mich eine schöne Art und Weise, irgendwie durch eine Stadt zu gehen. Und insofern folgte ich quasi dem Protagonisten durch so verschiedene Kurzgeschichten total gerne. Und dann ging es eben weiter mit eher so größeren Beschreibungen. Und das erste, was ich da hatte, war Homecamp, ein Bildband, wunderschön gestaltet. Könnte ich mich jetzt noch reinlegen in diese Fotos? Hier ist kein einziges schlechtes Foto mit dabei. Das ist echt großartig ausgewählt. Und ich glaube, das ist total gut zum einfach Lust machen aufs Rausgehen. Das ist eine riesige Inspirationsquelle. Da sind zwar auch Leute dabei, die Dinge tun, die mich nicht so ansprechen, die ich gar nicht machen möchte. Jetzt, ich glaube, da war dieses eine Beispiel, dass jemand mit dem Fahrrad durch die Wüste fährt oder halt auch auf ins Hochgebirge. Habe ich null Interesse dran, aber es war so anspornend, all diese Leute mit Begeisterung von ihrem Leben reden zu hören. Und inzwischen, also oder auch online, wenn ich Videos gucke, natürlich ist es auch schön, dann manchmal Videos zu sehen, wenn Leute sagen, es ist nicht immer alles Sonnenschein, es gibt auch schlechte Momente. Also auch zum Beispiel, ich habe ja auch schon mal erwähnt, ich würde ganz gerne mal mit einem Van rumfahren. Ne? Natürlich ist dieses Van-Life nicht immer schön, es ist Beschränkung, es ist eng, wenn man zusammen ist, geht man sich mal auf die Nerven. Das heißt, ich möchte schon auch von sowas hören, aber zwischendurch einfach mal so eine, wenn Leute einfach zufrieden sind mit dem, was sie gemacht haben, wenn sie auf einem guten Weg sind, wenn sie ja begeistert halt davon erzählen, was sie so tun, das ist so schön. Und ich finde, dass man das im Alltag oft zu selten hat, dass halt Leute dann doch immer mal murren oder sich über ihre Arbeit aufregen, was ja auch okay ist, wenn jemand das rauslassen möchte, aber das mal so als Gegenteil, als ich bin voller Euphorie für die Dinge, die ich tue, das war total angenehm. Und ich glaube, den Volltreffer für mich für dieses Jahr hat wirklich Anna Zirner mit Alpensolo getroffen. Obwohl, ich glaube, ich möchte das nicht mehr unbedingt. Sie überquert die Alpen eben von Ost nach West, wandert da wirklich einmal so drüber. Ich weiß gar nicht, ob ich das möchte. Keine Ahnung, vielleicht. Aber darum geht es eigentlich gar nicht, sondern ihr zu folgen war so schön und es gefiel mir extrem gut, wie sie einerseits die Äußerlichkeiten beschreibt, also einmal so die Berge, wie es ist, in der Natur zu sein, eben auch das Laufen, ob es heute gut lief oder nicht. Und dann aber halt auch wirklich sehr introspektiv ist und darüber nachdenkt, also auch über ihre Privilegien oder warum sie das überhaupt macht oder wie sie mit anderen umgeht. Manchmal ist sie genervt von Leuten und dann ist sie wirklich immer selbstreflexiv genug, um den Schritt zurückzugehen und zu sagen, warum stören die mich gerade oder warum mag ich die Art und Weise nicht, wie sie herangehen und habe ich das Recht dazu oder nicht und so weiter und so fort. Sie denkt auch einfach viel, also sie hat sich vorher so ein paar Schlagworte gegeben, über die sie während der Reise nachdenken möchte. Und ich finde, ich glaube, dass das sehr gut funktionieren würde, wenn man so eine lange Reise zu Fuß macht. Es ist wirklich ein Runterkommen, es ist ein total anderer Rhythmus als im Alltag der meisten Leute und dass man dann anfängt halt nicht nur darüber nachzudenken, sondern so ein bisschen über sein Leben, seine Herangehensweise auch an Menschen oder wie man halt in Zukunft so ein bisschen durch die Welt gehen möchte. Das halte ich für sehr wahrscheinlich und es gefiel mir extrem gut, ihr zu folgen. Ich glaube, das habe ich jetzt schon 10.000 Mal gesagt. Ich hätte total gern, dass sie nochmal irgendwo anders hinläuft und Much darüber schreibt. Keine Ahnung, ob das so ist. Sie erschien mir auf jeden Fall total sympathisch und ja, dazu natürlich noch die Alpen, was für mich eine total schöne Kulisse ist, um ja jemanden da durchzuschicken und mir seine Gedanken dazu anzuhören. Ich habe leider noch ein Buch vergessen, nämlich Heimat von Nora Krug, weil ich das nicht in physischer Form besitze und es deswegen nicht auf meinem Stapel lag. Aber das ist eine ganz großartige Graphic Memoir, würde ich sagen, die wirklich außergewöhnlich gestaltet ist und das möchte ich auch als erstes erwähnen. Inhaltlich ist auch top, aber so eine Aufmachung habe ich sonst tatsächlich noch nicht gesehen, denn sie arbeitet ganz viel mit Collagen, Fotos, zeichnet dann aber eben auch rein und ich weiß, dass die englische Originalausgabe auch komplett von ihr geschrieben wurde, per Hand. Also ich weiß nicht, ob sie es dann für die deutsche Ausgabe irgendwie eingescannt haben, denn prinzipiell spricht Nora Krug ja Deutsch. Sie ist ursprünglich aus Deutschland und darum geht es auch in dem Buch ganz viel. Sie setzt sich dort eben mit ihrer Herkunft auseinander, speziell nochmal mit ihrem Großvater und der Frage, was er während des Zweiten Weltkrieges getan hat und geht dann aber auch weiter. Zum Beispiel, wie es ist, eben jetzt als Deutsche mit einem jüdischen Mann zusammenzuleben. Und was ich an diesem Buch besonders hervorheben muss, ist die Sache, dass es extrem reflektiert ist. Sie denkt prinzipiell über alles nach, was dieses Thema so ein bisschen betrifft. Also auch, warum ihr das so wichtig ist, herauszufinden, was damals geschah. Ob es irgendwann auch mal gut ist, ob man nicht ewig über Schuld nachdenken muss, warum sie das so auffühlt teilweise. Und hat da halt wirklich auch recherchiert, ist dann nochmal zu Leuten in Deutschland gefahren. Und es ist ja auch nicht immer einfach, die eigene Familie drauf anzusprechen. Hat bei mir auch nochmal dafür gesorgt, dass ich da nochmal so ein bisschen drüber nachgedacht habe. Also meine Urgroßeltern sind inzwischen alle gestorben, meine Großeltern sind relativ jung. Aber ja, einfach nochmal so ein bisschen reflektieren, wo man herkommt oder wo eventuell auch gewisse Privilegien, die man hat, herkommen oder ja, einfach die Frage, wie geht es zum Beispiel Kindern
deren Eltern damals im Lager gelandet sind. Also wie wird das dann von Generation zu Generation weitergegeben? Und das halt in Zusammenarbeit mit der Aufmachung. Also ich hoffe, ich blende euch ein paar Bilder ein oder ich verlinke euch den Lesemonat, in dem ich darüber gesprochen habe. Das war ganz außergewöhnlich und gut und ich fand das ja, auf eine ruhige Art und Weise aufwühlend. Also es ist kein reißerisches Buch, aber hat doch noch mal so einiges losgetreten und ja, fand ich wirklich sehr, 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 sehr gut. Und dann kommen wir auch schon zum letzten Buch, nämlich In Deutschland Schwarz-Weiß von Noah So. Und das ist eben das, wo ich schon mal ankündigte, hier ist die perfekte Mischung für mich. Ich fühlte mich einerseits bestätigt in vielen Dingen, die ich irgendwie schon gelernt habe, und andererseits hat es mir doch noch mal so ein bisschen die Augen geöffnet. Denn Rassismus als Thema an sich, ja, habe mich da online viel informiert. Aber speziell so Rassismus in Deutschland, was halt darüber hinausgeht, dass jetzt irgendwelche Nazis Parolen schreien, das war auch nicht neu für mich, aber das jetzt noch mal so richtig geballt vorgelegt zu bekommen, das fand ich schon sehr, sehr gut und würde das Buch auch einfach aufgrund der Aktualität echt unglaublich vielen Leuten empfehlen. Also falls ihr euch schon irgendwie in eurem Alltag ständig damit beschäftigt, dann wird das euch wahrscheinlich nichts Neues mehr lehren. Aber ich finde, gerade bei solchen Themen, dann sollte man wirklich einfach mal den Leuten zuhören, die es betrifft, und nicht sagen, naja, aber wir haben doch schon, keine Ahnung, so viel Gutes gemacht oder aber ich bin doch nicht rassistisch und so weiter und so fort. Insofern, das eine ganz, ganz große Empfehlung. Was fällt auf bei diesem Stapel? Es sind zwei Gedichtbände dabei und auch einige Sachbücher. Also ich meine jetzt alles, auch diese Reisesachen und das Biografische. Und es sind ja doch wirklich einige dabei. Ich sag mal, eins aus Israel, einiges von schwarzen Autorinnen, zwei aus Asien. Und es sind alles Sachen, die in den Prozenten, also wir können bei meinen Statistiken nochmal vorbeischauen, die ich sehr, sehr wenig lese. Also Gedichtbände hatte ich zum Beispiel nur vier insgesamt. Ich glaube, reine Sachbücher auch. Und da frage ich mich schon ein bisschen, sollte ich vielleicht nochmal ein bisschen genauer über meine Lektüre nachdenken, also in dem Sinne, was ich lese, denn anscheinend ist vieles von dem, was ich wenig las, eigentlich das, was ich sehr, sehr gerne lese. Mir ist es ja schon mal aufgefallen, dass gerade durch meinen Beruf, ich bin Buchhändlerin, die Lektüre schon immer so ein bisschen in gewisse Richtungen gedrängt wird. Ich glaube, ich mache das eigentlich schon weniger als andere Kollegen, ne? Dass ich mich eben nicht zu sehr von meinem Beruf in eine Richtung drängen lasse, was ich jetzt unbedingt lesen muss, die Neuerscheinung und so weiter und so fort. Aber ein bisschen ist das schon da. Also so zu 100% frei von dem Gedanken, ach, willst du nicht lieber doch was lesen, was jetzt bald erscheint, damit du es dann empfehlen kannst, bin ich auch nicht. Und ich glaube, wenn ich mir diese Liste hier so angucke, und ich habe ja auch bei meinen Statistiken zum Beispiel festgestellt, dass ich wieder weniger Autorinnen las als 2018 noch. Und mein gute Vorsätze-Video kommt ja erst noch. Aber diese Liste an Lieblingsbüchern sollte da vielleicht auch nochmal so ein bisschen mit reinspielen, was ich denn dann in Zukunft lesen möchte. Also ich sollte mich vielleicht nicht immer vom Buchhandel, sondern auch so von Empfehlungen oder gewissen Interessensgebieten, die ich halt schon habe, leiten lassen. Vielleicht. Mal gucken. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, natürlich sind das alles Empfehlungen, die ich in diesem Video euch vorgetragen habe. Und ihr könnt mir sehr, sehr gerne da lassen, falls ihr sie auch mochtet. Falls ihr sie ein bisschen weniger mochtet, können wir natürlich auch darüber reden. Mal schauen, wie lange diese Lieblinge bleiben. Wie gesagt, es war irgendwie ein Lesejahr mit nicht so vielen herausragenden Spitzen, aber vielleicht täusche ich mich auch. Vielleicht sind es im Endeffekt doch ruhige Lieblinge. Gibt es ja auch, weißt du, dass man nicht das Buch zuschlägt und sich denkt, das ist das beste Buch aller Zeiten, aber dass es irgendwie sehr, sehr lange in einem nachhalt. Wir schauen mal. Auf jeden Fall danke ich euch jetzt erstmal fürs Zuschauen. Ich freue mich auf Kommentare und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal.